Automatisch füttern, automatisch melken, Kühlung und Gülletechnik aus einer Hand. Beim Neubau des Boxenlaufstalls zeigen sich die Vorteile einer Systemlösung von GEA Farm Technologies für den Milchproduzenten Jürgen Summ bereits in der Bauphase. Gut, man hat halt dann einen Ansprechpartner. Also in der Bauabwicklung ist es schon mal von Vorteil, wenn man nicht zu viele Ansprechpartner hat. Also von der Abwicklung her ist es schon mal reibungsloser. Der 2013 bezogene 6-Reiher bietet den Tieren höchsten Komfort bei viel Licht, Luft und Bewegungsfreiraum. Optimale Unterstützung für seine individuelle Fütterungsstrategie liefert Jürgen Summ das automatische Fütterungssystem Mixfeeder von GEA. Im Moment sind es ja 5 Leistungsgruppen, also sprich eine Hochleistungsgruppe, Niederleistungsgruppe, dann haben wir die Trockensteher, die hochträchtigen Kalbinnen, die wir im Moment im Stall mit dabei haben, und die Transitgruppe, also die Abkalbsgruppe. Und das ist halt mit der automatischen Fütterung relativ leicht zu bewerkstelligen. Man hat seine Rationen, die man eingibt, und muss eigentlich dann nur noch die Kuhzahl dementsprechend zuteilen. Das automatische Fütterungssystem gewährleistet die ständige Versorgung der Tiere mit den Futtermischungen aus eigenem Anbau, denn es legt mehrfach am Tag frisch vor, minimiert dadurch Futterverluste und verhindert zugleich eine Überfütterung. Gut, wir haben Maisanbau und Wiesen haben wir eigentlich 50% fast von unserer Fläche ist Grünland, und deshalb ist fast halb-halb, also Grassilage und Maissilage, und Getreideanbau ist bei uns auch vorhanden und deshalb auch mit eigener Getreidemischung, also nicht nur Zukaufsfutter, das ist mir auch wichtig. Und das mehrmalige Füttern, das ist sowieso von der Futteraufnahme her auch günstiger, also wenn mehrmalig das Futter frisch vorgelegt wird. 2 Einbox-Systeme des Melkroboters MI1 melken eigenständig jeweils die niedrig- sowie hochleistende Tiergruppe rund um die Uhr. Bei freiem Tierverkehr gewährleistet die Nachselektion das effektive Arbeiten mit den sogenannten Special-Needs-Kühen. Für Besamungen zum Beispiel, wenn ich Kühe besamen will, dann lasse ich mir die dann selektieren, beziehungsweise dann zur Klauenpflege auch. Es ist möglich, Tiere dann in einem kleineren Bereich schon zu haben und sie nicht irgendwo in der Herde holen zu müssen. Ja gut, oder auch wenn Euter kranke Tiere behandelt werden müssen oder vom Roboter aus schon auffällige dann selektiert werden, sprich der Leitwert passt nicht oder Blutsensor hat angezeigt, ist irgendwas auffällig oder so, dann werden sie dann automatisch selektiert. Flexible Arbeitszeiten durch effektive Arbeitsentlastung, ein Konzept mit Zukunft. Auch weil sie sich auf rundum guten und kompetenten Service verlassen kann, hat sich Familie Summ für die Systemlösung von GEA entschieden. Ja gut, durchs Fachzentrum Hufnagel, muss ich ganz ehrlich sagen, also wir sind sehr zufrieden, bisher schon. Also wir haben ja zuvor schon im konventionellen Melken mit Westfalia schon gemolken und waren da schon sehr zufrieden und hauptsächlich auch mit dem Fachzentrum. Und deshalb sind wir auch bei GEA geblieben, sage ich mal.